Ich möchte mit euch ganz gerne das Thema Absichtslosigkeit betrachten. Viele von euch kennen die drei Dharma-Tore. Es gibt also praktisch drei Wege zur Befreiung, drei Tore, drei Eingänge. Die sind verschieden, führen aber alle zur Befreiung. Und diese drei Tore heißen Leerheit, Zeichenlosigkeit und Absichtslosigkeit. Leerheit und Zeichenlosigkeit kommen eigentlich sehr oft indirekt in Vorträgen bei uns vor, weil Intersein direkt darauf eingeht. Das Tor Absichtslosigkeit kommt seltener vor und darum wollte ich diese Gelegenheit, die sich geboten hat, einfach mal ergreifen, um auch einmal darüber zu sprechen mit euch. Absichtslosigkeit ist wie die anderen Tore, können wir sagen, es ist eine Haltung, die man einnehmen kann oder auch nicht. Eine Haltung, in der wir ganz klar sehen, dass vom Blickwinkel der letztendlichen Wirklichkeit aus es gar nichts zu tun gibt. Wenn wir uns eine Rose ansehen, ist es recht leicht. Wir können uns das vorstellen, da wie sie da wächst, ja, und steht im Beet, ja, sie braucht nichts weiter sein als eine Rose. Das reicht. Ja, und Absichtslosigkeit sagt, bei uns verhält es sich genauso. Das ist nicht so leicht einzusehen und darum reden wir drüber. Wie läuft es denn? Ich fange mal an mit Schülern, ja, ich habe ja drei Kinder, die zur Schule gehen. Ja, in der Schule, da stellt man sich immer vor, ja, wenn ich mal Abi habe und die Schule vorbei ist, das ist super, dann ist alles gut. Ja, die meisten schaffen das dann auch und dann, naja, dann fangen sie zum Beispiel an zu studieren und dann denken sie sich, na gut, Studium, ja, aber danach, das ist super, ja, wenn ich dann mal fertig bin, ja. Naja, wenn sie fertig sind, kommen sie drauf, dass sie einen Arbeitsplatz brauchen. Das ist auch schön und gut, aber im Grunde genommen so richtig, das ist es noch nicht alles. Also es passt nicht und dann kommt man vielleicht drauf, man braucht noch einen Partner, man braucht Kinder, man braucht ein Haus. Naja, und im besten Fall hat man dann alles und merkt, dass es sich gar nicht anders anfühlt als vorher, als man das noch nicht hatte. Und das nennt man dann Midlife Crisis. Ja. Ja. Und das Besondere der Midlife Crisis, bisher hat man immer aufgebaut, ne? Es war klar, ne? Nach der Schule, ja klar, gut, Abi, ja, das haben viele, haben ja auch fast alle anderen geschafft aus der Klasse, gell? Und jetzt Studium, ne? Man hat immer aufgebaut, immer etwas dazu, mehr, mehr, mehr. Ja, und das hört irgendwann auf, beim einen früher, beim anderen später, und dann wird klar, so geht es nicht weiter, das kann es nicht sein. Ne? Und das Besondere der Midlife-Crisis ist, dass man dann auch beginnt, mit dem Mehr aufzuhören und dann oft beginnt mit dem Ändern. Also die Idee ist dann, na gut, jetzt habe ich das alles, aber vielleicht habe ich mich ja fürs Falsche entschieden. Ja, also der Grund, warum ich nicht erfüllt bin, warum ich nicht zufrieden bin damit so, wie es ist, ist dann vielleicht nicht das, dass ich nicht genug habe, sondern dass ich das Falsche habe. Das ist das Besondere der Midlife-Crisis. Dann werden so Dinge überprüft. Ja, war es der richtige Beruf? War es der richtige Partner? Ja, und so weiter und so fort. Das wollen wir nicht weiter ausführen. Ihr kennt das, ne? Ja? Ja, und Religion, genau, können wir auch noch erwähnen. Ist auch etwas, ne? Kann man auch sagen, ja. So. Also, wir fangen an zum Ändern. Die Wahrheit ist aber, also das mit dem Ändern hilft auch nichts, ne? Das kann ich jetzt auch gleich so sagen. Das Ändern ist auch nicht die Lösung, sondern in Wahrheit ist es die Haltung. Und das ist jetzt genau der Punkt. Jetzt kommen wir gleich wieder zurück zur Absichtslosigkeit. Es geht um die Haltung. Es ist ja, das Problem ist ja gerade die Haltung, dass ich hier stehe und sage, es ist nicht gut, wie es ist, aber wenn ich das noch kriege, oder das loswerde oder das ändere, dann passt es. Genau diese Haltung ist es ja, die uns die ganze Zeit angetrieben hat.
und die letztlich verhindert hat, dass wir im Augenblick ruhen konnten und zufrieden waren mit dem, was es ist. Wir haben also unser ganzes Leben damit verbracht, uns Ziele zu setzen und diesen nachzujagen. Was wäre, wenn wir irgendwann uns hinsetzen würden und sagen, wie unser geliebter Lehrer Karl so gerne gesagt hat, Eiwei, es ist, wie es ist, es passt schon. Wie wäre es dann? Dann wären wir schlagartig in der Sekunde wunschlos glücklich. Ja, und das sagt man, und dann sagt man, dann wären wir durch das Tor der Absichtslosigkeit gegangen. Wunschlos glücklich ist eine interessante Wendung. Wenn wir das sagen, dann wollen wir gerne das Wort glücklich nochmal steigern. Ja, wunschlos glücklich. Aber ist es nicht eigentlich ein Pleonasmus, also ein weißer Schimmel? Ich meine, kann jemand wunschlos sein und unglücklich? Kann ich wirklich glücklich sein und mir noch etwas wünschen? Geht das überhaupt? Nein, in Wahrheit, es ist das Gleiche. Das heißt, wir sehen, dass Absichtslosigkeit sehr viel mit Wunschlosigkeit zu tun hat, auf einer gewissen Ebene. Und wir müssen auch vorsichtig sein mit dem Wort Absichtslosigkeit. Das eine Problem ist, wir neigen dazu, bei unseren ursprünglich deutschen Wörtern, das ist so eine Mode die letzten Jahre, gerne so tief zu schürfen, die Teile des Wortes anzuschauen, die ganzen Verbindungen, die rund um das Wort stehen. Wir müssen aber vorsichtig sein bei Absichtslosigkeit, und zwar einfach deswegen, es ist ja ganz anders entstanden. Dieses Wort ist ja einfach so entstanden, dass in Indien ein Konzept gefunden wurde, das hat den Namen bekommen Apranihita. Das wurde ausgelegt, gelehrt und dann wurde es auf Deutsch übersetzt. Und der Übersetzer hat halt gemeint, dass Absichtslosigkeit am besten passt. Das ist das gängige Wort geworden. Aber wir dürfen es nicht überinterpretieren. Wir müssen einfach sehen, es ist ein Wort, ja, was wohl mehr oder minder bestpassend ist. Aber wir können sehr leicht irre gehen, wenn wir das zu tief interpretieren. Also Absichtslosigkeit hat sicherlich nichts damit zu tun, dass man überhaupt keinen Plan mehr hat. Ja? Also, ich kann mir das so gut vorstellen, wie ich Äpfel ernten will, ja? Geh in die Garage und unter dem ganzen Kram wühle ich eine Leiter hervor, stelle sie unter den Apfelbaum und dann schaut einer zu und sagt, klar, ne, der hat eine Absicht. Der stellt die Leiter ja nur dahin, weil er Äpfel ernten will. Ja, und da muss ich sagen, es ist wahr, weil die Leiter kommt niemals unter den Apfelbaum, ohne den Plan, dort etwas zu machen. Also es kann natürlich auch was anderes sein als Äpfel ernten, es kann ja auch Pflanzenschutz sein, irgend so etwas. Aber ohne sowas kommt die nicht dorthin. Also diese Interpretation des Wortes führen in die Irre. Wir müssen uns praktisch öffnen. Wir müssen sagen, Absichtslosigkeit ist einfach ein Wort und wir müssen es jetzt füllen mit Beispielen, mit Gedanken. Und da möchte ich jetzt, und in dem Sinne möchte ich also weitermachen, mit Beispielen, woran man das sieht. Und mit dem wollen wir dann das Wort füllen. Gut, also. Ich möchte jetzt auch nicht dem Fehler verfallen, jetzt sagen, vielleicht Wunschlosigkeit wäre die bessere Übersetzung. Gell? Also das sage ich auch nicht, aber es ist auch eine mögliche Übersetzung und die so ein bisschen helfen soll, uns zu öffnen, ja, dass das Absichtslosigkeit nicht so gut trifft und Wunschlosigkeit auch nicht so gut, aber da so in der Ecke liegt das. Ja, über die Kraft von Absichtslosigkeit möchte ich ein Beispiel erzählen. Ich habe den Film Die Stille gesehen. Das ist ein Film, der dauert 3 Stunden und die ganze Zeit nimmt man teil am Leben der Kartäusermönche in ihrem Kloster. Es gibt in diesem Film keine Dialoge und es wird auch nicht im üblichen Sinne geredet, sondern man hört nur Worte im Sinne von Gesang oder Rezitieren. Außer eine einzige Stelle, die umso eindringlicher wird und ganz tief angreift. Und das ist die Stelle, wo ein alter Mönch so zusammenfasst, was er meint, was das Wichtigste am Glauben wäre. Und er meint dabei, ein ganz wichtiges Prinzip wäre,
zu glauben, dass was immer auch geschieht, dass es zum Besten geschieht. Zu unserem Besten geschieht es, was immer auch passiert. Und das ist auch deswegen sehr eindringlich, weil dieser Mönch blind ist. Er ist erblindet im Laufe seines Lebens, das heißt, er weiß, wie die Welt aussieht und er weiß, dass er jetzt nichts mehr sieht. Ja, und für die, die das noch nicht verstanden haben, führt er das noch ein bisschen aus und sagt, ja, mit seiner Blindheit, ja, er weiß eigentlich nicht, wofür das gut ist, dass er jetzt blind ist. Aber er geht fest davon aus, dass er zu seinem Besten ist. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Das ist letztlich zentral und das führt uns genau wieder zu dem Punkt. Ich meine, der Gedankengang ist jetzt christlich, über den will ich jetzt nicht weiter sprechen, ja. Aber was resultiert denn für eine Haltung daraus, aus diesem Gedankengang? Direkt Absichtslosigkeit. Er lässt den Wunsch los, wieder sein Augenlicht zu bekommen. Ja, dieser Mönch betet nicht um sein Augenlicht. Aber das ist der zentrale Punkt. Das ist der zentrale Punkt. Dieses Loslassen des Wunsches zu sehen, das Annehmen, dass es auf irgendeine verborgene Weise schon in Ordnung ist, zu seinem Besten ist, bewirkt, dass er voll zufrieden sein kann mit dem, wie es gerade ist. Und dann ist er wieder genau dort, ja, wo wir reden, Aiwei. Er kann Aiwei sagen. Er kann es wirklich leben. Es ist, wie es ist. Es passt. Und er kann in seiner Lage wunschlos glücklich sein. Ja, das ist ein wundervolles Beispiel über die Kraft der Absichtslosigkeit. Und deswegen hat sie den hohen Rang, wird als Dharmator eingestuft. Thay sagt, wo Absichtslosigkeit ist, ist Nirvana. Ja, also der Kern ist zu erkennen, dass alle Bedingungen für unser Glück immer da sind. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Das ist die Forderung an uns. Darauf einlassen, es ist gut, wie es ist. Und unsere Ziele aufgeben. Das gilt für die weltlichen Ziele und letztlich auch für die geistlichen Ziele. Obwohl, das kommt nachher nochmal, das kommt. Ja, wir können das üben, aber auch im Kleinen. Ich möchte zu kleinen Beispielen gehen, weil es ist ja immer das, es ist toll zu sehen, wie stark Absichtslosigkeit ist, aber wer kann es dann leben, wenn ihm sowas passiert, wie das erblindet. Und deswegen ist es immer wichtig, in guten Zeiten vorzusorgen. Das heißt, in einfachen Dingen uns zu üben. Wir können Absichtslosigkeit jeden Morgen üben, wenn wir das erste Mal zum Fenster rausschauen. Ein wundervoller Augenblick. Wir sehen das Wetter. Es ist immer wieder anders. Ist auch manchmal so wie gestern. Wir können jeden Tag hadern mit dem Wetter. Also heute war es neblig. Ja, gestern war es mal zu warm. Es gibt immer etwas, wo wir ein Problem mit haben können. Aber wir können auch genauso jeden Morgen wieder zum Fenster rausschauen und sagen, oh, es ist bewölkt. Oh, es ist sonnig. Oh, es ist neblig. Ja, wir nehmen es wahr. Es ist uns nicht egal, wie das Wetter ist. Wir nehmen das Wetter wahr. Wir sind bewusst, immer im Augenblick. Und wir schauen und wir nehmen es wahr. Und es wird unser Verhalten beeinflussen. So kleinen Dingen wie, ob wir den Regenschirm einpacken oder nicht einpacken. Und wird vielleicht auch unseren Tagesablauf beeinflussen, gerade am Wochenende, wenn wir frei sind in unseren Entscheidungen. Wir können die Absichtslosigkeit auch üben bei unseren Tätigkeiten. Zum Beispiel beim Staubsaugen. Beim Staubsaugen neigt man zu der Vorstellung, ja, jetzt muss der Staub weg. Das dauert eine gewisse Weile, aber dann ist es wieder sauber. Dann bin ich fertig und dann kann ich was anderes machen. Und wenn man das so weiterdenkt, führt es dazu, dass man schnell und zügig versucht, das hinter sich zu bringen und dann froh ist, dass es vorbei ist. Die Wohnung ist sauber und es ist vorbei. Natürlich ist es schade um die Zeit des Staubsaugens.
Absichtsloses Staubsaugen schaut sehr ähnlich aus. Also die Bewegungen sind das gleiche. Aber wir sind einfach dabei. Wir tun so Staubsaugen, als ob wir für immer staubsaugen würden. Wir sind ganz dabei mit unserem ganzen Geist. Schauen überhaupt nicht auf das Ende. Das merkt man schon, wenn wir durch sind, wissen schon, wo das letzte Zimmer ist, die letzte Ecke, und dann ist aus. Das ist ganz einfach. Und dann werden wir schon was Neues finden. Ne? Dann trinken wir vielleicht ein Glas Wasser. Ich bin immer sehr durstig nachher. Vielleicht dann noch einen Kaffee für den Genuss, und dann werden wir schon andere Arbeit finden. Also wir können die Absichtslosigkeit bei jeder Tätigkeit finden. Der Unterschied zum Zielorientierten ist ganz fein. Es ist ein hauchdünner Unterschied. Es geht einfach nur darum, ob ich am Ziel fixiert bin oder nicht. Da gibt es eine schöne Zen-Geschichte, die das versucht, ein bisschen klarer zu machen. Da geht es um einen Mönch, der rächt Blätter zusammen. Ne? Passt zur Jahreszeit. Ne? So, und wie er fast fertig ist mit dem Zusammenriechen der Blätter am Hof, kommt ein alter angesehener Mönch aus seinem Zimmer, geht zu einem Baum am Hof, schüttelt und läuft kichernd davon. Ja, das ist die Geschichte, mehr nicht. Der Rest ist zum Nachdenken. Ja, gut, jetzt sind wir beim gemeinsamen Betrachten. Jetzt sage ich noch ein, zwei Sätze dazu. Ja, wir sollen überlegen, was war los? Natürlich könnte man sagen, ja, der wollte den ärgern. Aber klar, das wissen wir alle, dann die Geschichte ist nicht wert, weiter erzählt zu werden. Da muss noch was anderes drinnen sein in der Geschichte. Ja, aufgrund des Vorhergesagten ist klar, es gehört zur Absichtslosigkeit. Und meine Kinder in der Schule, die würden sagen, das war eine Ex. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was eine Ex ist. Eine Ex ist eine nicht angesagte Prüfung. Ja, das war eine Prüfung in Absichtslosigkeit. Es ist doch klar, wer den Hof rächt mit dem Ziel, dass am Schluss der Hof sauber ist und keine Blätter mehr liegen, sich dann ergötzt an dem Anblick und dann ins Haus geht, für den ist es ein Problem, dass die Blätter runtergekommen sind, weil diesen Erfolg in Anführungszeichen wurde dem Mönch genommen. Wer aber Blätter rächt, weil Blätter rächen im Herbst einfach sinnvoll ist, zum Beispiel wegen dem Gras oder wegen dem Anblick, wohl wissend, dass natürlich immer wieder welche runterfallen und man das immer mal wieder wiederholt und einfach halt schaut, dass es nicht zu viel wird, für den ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Ich meine, es hätte ja eh wenige Stunden danach so ausgesehen. Der Wind hätte es ja eh runtergebracht. Ne? Ja? Aber genau das war das Thema. Das wollte der alte Mönch mal anschauen. Ja? Das wollte er mal anschauen. In welchem Geist hat der junge Mann den Hof gerichtet? Ja, also das war eine Ex. Ja, es gibt auch noch eine schöne Formulierung von Tai. Unsere Zeit ist nicht dazu da, Ziele zu erreichen und Dinge zu erledigen. Sie ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk geht nur dann in unseren Besitz über, wenn wir absichtslos handeln. Weil dann können wir jeden Augenblick genießen. Wir machen uns keine Gedanken um die Ziele. Tai ist immer ja ganz liebevoll und schafft es immer wieder, die wundervollste Antwort zu finden. Und ich habe gehört, wie die Mönche und Nonnen nach Waldbröl geschickt wurden, haben sie gefragt, lieber Tai, für wie lange sollen wir dorthin gehen? Tai hat gesagt, geht so hin, als ob ihr für 30 Jahre hingehen würdet. Ja, das ist toll. Er hat wieder mal eine wundervolle Antwort gefunden. Betrachten wir das mal. Was wäre gewesen? Er hätte sagen können, ja, also für ein Jahr gehen wir mal alle und nach einem Jahr werden wir schauen und dann werden ein paar, die dürfen dann zurückkommen nach Plum Village und werden ersetzt durch andere und so, ne? Ja, dann wäre die ganze Zeit in Waldbröl rumgegangen. Ja, wann ist das Jahr um? Oder hoffentlich bin ich nicht bei denen dabei, die zurück müssen, weil ich will ja bleiben, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre sofort dieses zielorientierte Denken entstanden. Zumindest bei den ungeübten Mönchen und Nonnen, ja. Aber für die sagt das ja, ne, weil für die anderen ist ja gleich, was er sagt, ne. Die wissen es schon, ja.
Ja. Und jetzt sagt er, geht, als ob ihr für 30 Jahre geht. Ja. Löscht dieses ganz raus. Geht hin und seid einfach dort. Für immer. Ewig. In gewissem Sinne ewig. Ich habe mir mal sagen lassen, auch in der katholischen Theologie, so wäre das Wort ewig richtig verstanden. Also nicht so die mathematisch oder so, sondern so ohne die Vorstellung von einem Ende. Geht's einfach so hin. Und dann wird die Zukunft schon irgendetwas euch weisen. Das heißt, er hilft ihnen, absichtslos zu leben. Und ich habe noch ein Beispiel von der Hildegard von Bingen, die uns ja wieder zurückführt zum alltäglichen Leben. Da ist eine Nonne, die kommt zur Hildegard von Bingen. Also es war eine Äbtissin, eine Bekannte im Mittelalter. Und die Nonne kommt und sagt, ja, die ganze Zeit muss ich in der Küche arbeiten und ich würde so gerne mehr beten. Und die Hildegard von Bingen, die kannte ihre Leute und sie hat was von Absichtslosigkeit gehalten. Die sagt einfach, du, wenn du Jesus nicht in der Pfanne findest, dann findest du ihn nirgendwo. Ja. Und das, da möchte ich ein bisschen auswalzen, weil dieses Thema sehr wichtig ist, auch für uns. Sehr wichtig. Denn was, ich meine, wir stellen mal davon aus, unterstellen natürlich, dass die Hildegard von Bingen diese Frau richtig verstanden hat und dass das alles zusammengepasst hat. Das ist ja klar. Ja, was bedeutet das dann? Es bedeutet, dass die Nonne die Vorstellung hat, wenn sie lang und intensiv betet, findet sie Jesus, das sagen wir mal so eine Chiffre, wir würden vielleicht sagen Erleuchtung, ja? Finden wir Erleuchtung, kommen wir ins Nirvana. Das heißt, so ein Gedanke steckt dahinter. Und der zweite Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass eben Küchenarbeit nur irgendeine Arbeit ist. Das ist das Problem, ne? Klar, wenn man mit diesen Voraussetzungen, ist es klar, dass sie darunter leidet, dass sie in der Küche arbeitet. Hildegard von Bingen sagt, sei froh, dass du in der Küche bist, weil wenn du dort nicht Erleuchtung findest, findest du sie nirgendwo. Man könnte es jetzt einmal annehmen, es wäre gleich gut die Küchenarbeit und das Beten, aber wir müssen schon nochmal auf die Absichtslosigkeit noch etwas genauer anschauen. Wir haben über die normale Arbeit schon gesprochen, wie hilfreich es ist und wie wichtig es ist, ganz bei der normalen Arbeit das Absichtslosigkeit einzuüben. Wie hilfreich das ist und wenn wir es einüben, wenn wir es haben, dann ist es da. Und das Interessante ist ja, es ist bei den normalen Tätigkeiten, bei der Arbeit, ist es ja eigentlich leichter, die Zielorientiertheit aufzugeben, als, ich sage jetzt mal, beim Beten oder Meditieren. Das ist etwas, ja, es ist so, ich sage mal, fast paradox, die Vorstellung, dass Meditieren mit dem Ziel, Erleuchtung zu erreichen, schädlich ist, also kontraproduktiv ist, ja. Und das ist schwierig, das ist zu verstehen, es ist völlig paradox. Ne? Es ist einem leichter einzusehen, dass man sich beim Staubsaugen und bei der Küchenarbeit von den Zielen löst und das einfach macht, im Augenblick verweilt, die Tätigkeit macht, mit Liebe, mit Bewusstheit, achtsam. Das ist leichter einzusehen. Auch das steckt in dem Satz drinnen, das ist schon ernst gemeint. Die Küchenarbeit ist eigentlich hilfreicher. Wenn du es im rechten Geist machst, kommst du hin. Ja, und beim Beten haben wir dieses Paradox oder auch beim Meditieren. Wenn wir es tun, um das Ziel zu erreichen, kommen wir nicht hin. Wenn wir uns natürlich jetzt all das theoretisch betrachten, ist es eigentlich schon klar, weil wir haben ja gerade gesagt, Absichtslosigkeit führt ins Nirvana direkt. Und Absichtslosigkeit bedeutet, alle Ziele aufzugeben. Auch das Ziel, Erleuchtung zu erlangen. Sonst ist man ja nicht absichtslos. In gewissem Sinne ist klar, in gewissem Sinne ist es paradox und schwer einzusehen. Ich möchte euch dafür noch ein Beispiel bringen. Viele kennen das von euch. Es ist halt im Leben manchmal so, dass wenn man die Dinge will, dass sie nicht kommen. Und wenn man sie nicht will, dann kommen sie. Und ein schönes Beispiel ist das mit dem Nachwuchs. Es gibt Paare, die wünschen sich so sehnlich Kinder. Jahrelang, es klappt nicht. Probieren dieses, probieren jenes, rennen zu diesem Arzt, rennen zu jenem Arzt und es klappt nicht.
Irgendwann erzählen sie dir dann, ja, also es soll halt nicht sein. Und das ist ein guter Satz. Und dann triffst du das nächste Mal und dann hörst, ja, Nachwuchs ist unterwegs. Ja? Man muss das Ziel manchmal loslassen, ja? Und das ist genau auch das jetzt eben das Verrückte beim Thema Absichtslosigkeit. Ne? Also Absichtslosigkeit besteht darin, dass man eben alle Ziele loslässt, inklusive dem Ziel, absichtslos zu sein. Ja? Und einfach im Augenblick verweilt. So, jetzt habe ich eine halbe Stunde über Absichtslosigkeit geredet. Jetzt muss ich noch den Beipackzettel vorlesen. Ihr glaubt, Beipackzettel gibt es nur bei Medikamenten. Okay. Aber das gibt es auch bei buddhistischen Lehren und Konzepten. Und da steht auf so einem Beipackzettel, steht dann drauf, alle buddhistischen Lehren und Konzepte sind Hilfsmittel zur Befreiung. Befreiung besteht im Aufgeben aller Lehren und Konzepte. Das muss man einfach dann dazu sagen. Ne? Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch ein fröhliches Verweilen im Hier und Jetzt. Danke.